wohl eine Mühle bauen. Könnte ich sogar außerhalb der Karte hinbauen. Aber das ist nicht wirklich toll. Ach, dann baue ich die dort dahin. Kommt eh kein Gegner. Tja, die Kanonen hauen doch rein. Was? Meine Heldin ist tot. Verdammt. Die halten halt echt ungemein viel aus. Tja. Meine Kanonen halten nicht viel aus, sie werden noch nie angegriffen eigentlich. Aber sie halten. Was sag ich da? Sie drängen die zurück. Geht doch. Bis auf das, dass die noch alles weghauen. Die Kanonen. Kann ich anfordern. Zwei Raketen. Mache ich auch mal. Für die Verteidigung hier. Commandement. Und weiter auf Grenadiere setzen. Kann ich die zwar noch vom Holzfällen abziehen zu der Mühle. Und dann noch weitere produzieren. Noch weitere Siedler, die natürlich Nahrung kosten. Sehr viel. Ja, wenn man Fabriken hat, läuft es eigentlich sehr gut. Und weil ich noch ein paar brauche, ein paar Siedler, baue ich mir hier noch Häuser hin. Richt. Genau. Richt. So. Kommandant. Jawohl. Yes. Kommt ihr dahin. Auf Angriff. Yes. Heil. Yes. Imenaso. Tiljer. An die Mühle. Ready. Richt. Beschleunigen den Häuserbau durch die neuen Ziele, die gleich daneben entstehen. Nein, du gehst. Ja, okay, passt sogar. Dann baut die halt da weiter. Ja, geht ziemlich schnell. Yes, richt. Da will immer einer vorbei. Und die lernen es halt nicht. Ready, richt. Ein Haus noch. Dann habe ich schon 8 neue Siedler. Das heißt, da arbeiten 3, dann kommt einer doch wieder zum Holzfällen. Und die neuen 8 dorthin. Dann arbeiten hier 10. Genau. So bekomme ich, naja, nicht wirklich viel Holz, aber Nahrung, ja doch, Holz eigentlich auch. Und jetzt wieder Grenadiere bauen, die massig Nahrung verschlingen. Nahrung kann ich auch eintauschen gegen Münzen. Am besten ich baue mir noch eine Geschützgießerei. Dahin. Ich hab's sonst. Oder habe ich noch Platz hier? Ah, habe ich sogar. Gut. Commandement. Heil. Tiljere. Yes. Moment, da. Waren bloß 9 Arbeiter. Formieren sich immer wieder neu, wenn eine neue dazukommt, stellen die sich immer perfekt auf. Das finde ich sehr toll. Ready. Yes. Forster. Forster. Kannst du gleich wieder weiterhacken an dem Baum und dann bilde ich auch noch Grenadiere aus. Dann bin ich sehr gut versorgt mit Grenadieren auf jeden Fall. Weil ich will auch so wenig wie möglich an den Türmen verlieren und da sind die Grenadiere optimal, Kanone natürlich auch, aber Grenadiere sind, finde ich, jetzt besser
Kanonen sind so unhandlich und all meine Einheiten sind dann arschlangsam. Haben wir schon mal erlebt. Und wieder Münzen verkaufen. Also, Nahrung davon kaufen. Oh, mein Bevölkerungslimit. Das kann ich ja kaputt machen, ja. Yes. Richt, 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 richt. Genau. Richt, richt. Nicht, dass ich da ans Bevölkerungslimit ankomme. Ja, die Sachen hier brauche ich eigentlich gar nicht so. Dorfbewohner und Wagen richten Gebäude viel schneller. Diese Karte kann einmal entsendet werden. Mache ich doch, weil ich will ja meine Häuser schneller bauen. Bauen lassen. Ach, so viel Nahrung. Komme ich gar nicht mit dem Produzieren. Obwohl es doch recht schnell geht mit den zwei Farmen, die aufgelevelt sind. Geht ganz schnell. Was kann die machen? Die kann da mal ein Arsenal bauen. Und falls ihr es mal sehen möchtet, ein Viehstall, wie der aussieht, den brauche ich dahin. Ach, greifen sie mal wieder an. Alles klar. Haben wir keine Chance. Ja. Ja. Toll. Das geht hier ab. Die Raketen bilden ganz schön einen Flächenschaden. Auch wenn bloß eine stirbt immer, glaube ich. Ja. Aber die rundherum nehmen auch Schaden. Ach, meine Kanone ist fast weg. Ich glaube, ich sollte diese mal einsetzen. Ja, packt eure Granaten und bam. Und bam. Nein. Ja, dann halt nicht. Was? Da war noch wer. Reparieren. Ist fast kaputt, der Turm. Das hat sich jetzt seltsam angehört. Ja, in dem Viehstall können wir weiterentwickeln. Zucht, Wahl oder so ähnlich. Ja, Zuchtwahl und dann können wir ausbilden Schafe. Die kosten uns erstmal 100. Aber die werden dann fett und dann können sie schlachten. Oh ja. Schneller geht's natürlich mit Mühlen. Wesentlich schneller. Oh, das werden wir gleich sehen. Ja, und wenn ich das jetzt schlachten würde, dann würde es mir 51 bringen, also würde ich Verlust machen. Das muss ich erstmal anfressen, dann kann es 300 haben maximal. Und dann, ja, kann ich schlachten. Dann bringt es mir natürlich viel mehr. Aus dem Anfang. 200. Heil, Tiljere. 4, 5. Bricht hier noch 4. Was soll's? Neue Grenadiere. Was? Jetzt bin ich am Bevölkerungslimit. Yes. Ach, 200 ist das Maximale. Ach, toll. Oder liege ich da falsch? Ich werde es gleich sehen. Heil. Ob oder ob nicht. Ja, 200 ist Limit. Stirb. Stirb. Yes. Ach, die Schafe können jetzt mal fett werden. Ja. Und hier kann ich keine mehr ausbilden. Was heißt, ich habe hier nur noch ein paar Einheiten stehen und die alle
Yes. Ach, es geht bloß 50 maximal. Ich krieg einen trockenen Hals. Come on, ja, dann kommen halt die 50. Was? Nein. Nein. Ja. Die 50 gehen in Angriff und die anderen 13 in Verteidigung. Alligator, Schatzwächter. Ach, die werden sterben. Nicht die Alligatoren, sondern der Turm hier. Oh, ihr müsst unbedingt was trinken. Gut. Oh. Wie es aussieht. Schon heftig. Schmeißt. Oh, okay. Sie haben einen der Außenposten vernichtet. Es sind noch zwei übrig. Cooper. Ja klar.